Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, bei so einem unnormalen heißen Septembertag. Wir befinden uns heute hier wieder bei DDG Dashcam Germany mit der knallharten Folge 506. Ich hab da schon mal reingeschaut. Hodda die Waldfee, da geht's wieder richtig ab. Aber bevor es hier bei uns losgeht, ihr wisst, was zu tun ist. Abonnieren, liken, Glocke betätigen, ihr wisst. Ja, so. Und wenn ihr das jetzt alles gemacht habt, davon gehe ich jetzt aus, würde ich sagen, wir starten. Ich mache mal eine Schalte rüber. Let's go. Ich bin so gespannt. Ich freue mich. Los geht's. Oh, Pixelbrei. Lecker. Ein Hallo und willkommen mit Vollgas auf der Rechtsabbiegerspur. Aber wozu das Ganze? Um sich vor dem LKW wieder auf die gerade Ausspur reinzudrücken. Naja, da starten wir doch gleich mal wieder mit der passenden Portion Ungeduld. Aber in diesem Sinne. Jetzt können wir fragen, dürfte er eigentlich von rechts so schnell überholen, obwohl es eine Rechtsabbiegespur ist? Ja, wir sind ja innerorts, kein Problem. Abfahrt, Autobahn sieht es ein bisschen anders aus. Problem an sich, über durchgezogene Linie gefahren, macht man natürlich nicht. Viel Spaß, geht los. Und naja, da war der Da hat er die Seite aber richtig weggeruppt, wa? Du kriegst das ja so als LKW-Fahrer ja gar nicht, glaube ich, richtig mit, ne? Dass es da crasht. LKW-Fahrer aber irgendwie auch so ein bisschen abgelenkt. Aber Thema Ablenkung. Wenn man einen LKW auf dem Beschleunigungsstreifen hindert, dann sollte man sich langsam aber sicher mal Sorgen machen. Aber warum die Träumerei hier? Der Einsender sagt, der Autofahrer sei am Handy gewesen. Ich hab's mir gedacht. Also, Handy am Steuer sowieso geht gar nicht. Und da noch bei so einem wichtigen Knotenpunkt, Einfüllungsstreifen, du willst gerade auf die Autobahn drauf fahren. Warum kann ich dafür für 5 Sekunden nicht mal das Handy beiseite legen? Es soll jetzt nicht heißen, wenn ihr auf der Autobahn seid, dann könnt ihr wieder das Handy in der Hand nehmen. Nein, das ist auch blöd. Aber gerade bei so einem wichtigen Knotenpunkt. Und nochmal, tut mir einen Gefallen, versucht nie, außer es ist mit Schildern angegeben, versucht bitte nie unter 90 km/h auf der Autobahn zu fahren. Jeder LKW-Fahrer ist euch dankbar dafür. Und Einführungsstreifen, Gas geben. Das, was erlaubt ist. Je langsamer du bist und je schneller die auf der Autobahn sind, desto schwieriger wird es dann auch auf die Autobahn zu wechseln. Ne? Aber mit der Eiligkeit haben wir es heute ja generell. Wir fahren mit V126 durch die Ortschaft. Hier gelten 50 km/h. Jetzt schau dir an, wegen einem Blitzer, ja, wird hier auf wie viel? Was sollte das? 18 km/h runtergebremst. Wegen einem Blitzer, wo man 50 fahren darf. Absolut unnötig, ey. Jetzt fahren wir noch 18. Ja, wegen der Blitzer runterbremse. 50 erlaubt, hey. Oh Mann, oh Mann. Hier fahren wir auch 18 km/h, aber nur denn. Stau gilt wohl nicht für alle. Zeit sparen, wo es nur geht. So gefährlich auf den Standstreifen zur Ausfahrt. Der brave Autofahrer, der jetzt die ganze Zeit im Stau steht und wartet, dass er auf die Ausfahrt wechseln darf, Ausfädungsstreifen wechseln darf. Wenn der LKW von hinten dann so angepescht kommt, er muss ja erstmal beim Stau, vielleicht hat der PKW-Fahrer hinter sich ja auch einen LKW, sieht dementsprechend also nicht viel. Er muss sich ja dann erstmal, wenn er es macht, raustasten auf den Ausfädungsstreifen, um dann zu gucken, kommt da jemand, was auch fast keiner macht. Und es reicht ja noch so ein Stück auf dem Ausfädungsstreifen zu sein, wenn der LKW, der braucht den ganzen Platz, der rappelt da durch und der haut dir da voll einen in die Seite rein. Wow, weiß ich nicht. Also. Oh, okay, Garmin, Video speichern. In der Kurve überholen im Bewusstsein, ich kann jetzt nicht im Gegenverkehr, also bleibe ich in meiner Spur, dass ich somit den Rollerfahrer gefährde. Weißt du, was ich an dieser Stelle, und das mache ich auch, ich fahre hin und wieder auch mal gerne Roll, obwohl, muss man ja mal gucken, ob die überhaupt noch läuft. Aber wisst ihr, wie ich das immer gemacht habe? Bei so einer Kurve innerorts, und ich merke, die werden schon ungeduldig hinter mir, in der Kurve bin ich einfach mittig gefahren. Das ist mir dann völlig egal. Wenn die mich unbedingt überholen wollen, müssen die dann im Gegenverkehr. Und das überlegen sie sich zweimal. Weil er hat jetzt, glaube ich, auch die Schnauze voll und sagt, so, ich mach dicht. Also wenn ihr mich überholt, dann fahrt bitte im Gegenverkehr, aber mich lasst da bitte in Ruhe. Genau so, mein Tipp, so machen. Aus der Kurve raus, wieder schön rechts. Fertig. Sehen, wie dicht der da an dem Roller vorbei ist mit dem LKW. Absolut unverantwortlich. Oh. Absolut. Und trotzdem kriege ich deutlich weniger Geld dafür.
guckt euch das an. Kurve mit Anhänger. Mal schön vorbei. Und sind das 2 Meter? Ich glaube nicht, ne? Wow. Und bremst uns so mit ganz aus. Ehrlich, da fällt dir doch echt nichts mehr zu ein. Nee, guck dir das an. Vorne Kurve, in der Kurve. Mitten Anhänger. Alter. Die markieren ihn schon rot. Was muss man noch machen? Was muss man noch machen, dass man auf die Idee kommt, wenn ich jetzt einen Spurwechsel mache über dem Fahrradschutzstreifen auf meine rechtsabbiege Spur? Was muss ich noch machen, dass mir klar wird, ich muss noch mal gucken, ob ein Fahrradfahrer kommt? Was muss ich machen? Unser Einsender schien das aber zu ahnen, aber etwas Verkehrsbeobachtung oder mal ein Schulterblick, das kann ja nicht zu viel verlangt sein. Aber wenn ihr wüsstet. Er versucht jetzt noch das Gespräch zu finden, aber dann hatten sie grün. So. Und hier geht's um den roten PKW. Anscheinend hat er auch nicht mal nach vorne geguckt. Hier wäre zumindestens, also ich überhole den doch. Ich fahre doch dran vorbei. Wieso? Ich verstehe das nicht. Ey, sorry. Jetzt könnte ich sagen, ja, pass auf, hätte er ja hier zumindest mal den Seitenblick gemacht, dann hätte er den gesehen. Aber er fährt ja an ihn vorbei. Wie so ein Goldfisch. Goldfisch schwimmt einmal ein Glas rum, dann hat er vergessen, dass er schon eine Runde geschwommen ist und somit schwimmt er immer wieder in sein Glas eine Runde. Kurzzeitgedächtnis. So, scheint bei manchen Autofahrer auch so zu sein. Und der hat das Auto hier vor 2 Sekunden überholt, verdammt, ja. Der kann den doch nicht schon wieder vergessen haben. Oh, also manche Videos, ey, also da hast du hinterher mehr Fragen als vorher. Mit dem LKW darfst du auf der Landstraße in Deutschland 60 fahren. Kurze, nur eine klitzekleine Korrektur. Alles über 7,5 Tonnen. Wir haben ja auch LKWs bis 7,5 Tonnen und die dürfen in der Tat 80 fahren auf der Landstraße. Unser Einsender hält sich auch dran. Und definitiv ist das kein LKW bis 7,5 Tonnen. Also was jetzt hier passiert, Überholmanöver in den Kreuzungsbereich rein. Schön mit 90 hier. Und das läuft doch mal wieder. Einzelfall. Mit Sicherheit ein Einzelfall. Hupe geht, mach mal Licht. Überholt. Ich kann mich täuschen, aber ich glaube, dieser LKW ist auch weit über die 7,5 Tonnen, oder? Grobe. Der hat nichts gesehen. Und bremst Gegenverkehr auch noch aus. Keine Ahnung, ob die Dispo so einen Druck macht, dass der jetzt alles links und rechts vergisst und Hauptsache an die Rampe rechtzeitig. Was willst du dazu noch sagen? Das ist doch ohne Worte. Dass LKW-Fahrer LKWs überholen auf der Landstraße, ist ja doch eigentlich eher selten. Die Norm ist ja eigentlich eher, dass es PKW-Fahrer tun. Weniger als eine Minute später. Ja, du musst schon Gas geben mit deinem Fusion. Ohne Gas geben wird das nicht. Darf normalerweise auf der Spur gar nicht fahren, ey. Man muss am LKW... Wieso darf der auf der Spur gar nicht fahren? Okay, vielleicht kann mir einer von euch mir ein bisschen helfen. Warum dürfte er jetzt nicht auf dieser Spur fahren? Überholverbot? Kann ich mir jetzt hier nicht vorstellen, weil auch jetzt die Pfeile hier kommt, ne? Dann kommen 3 Pfeile, die sagen mir, pass auf, wenn du jetzt an Überholen bist, musst du jetzt rüber, weil die kommt gleich durchgezogene Linie, die du ja nicht überfahren darfst. So. Am LKW vorbei unbedingt und der Motorradfahrer, ja, der muss an allen vorbei. Na, darüber brauchen wir jetzt gar nicht reden. Also. Das ist der Wahnsinn. Ey. Die müssen alle sich gegenseitig überholen. Ja. Hier sind wir jetzt in der Stadt. Rechts von uns ist eine gerade Ausspur. Kommt der denn da her? Und ob der Alpha wohl weiß, wo er hin muss? Das ist so ein typischer Berliner Move. In Berlin machen die das so, wenn du nur eine rechtsabbiege Spur oder linksabbiege Spur hast, kommst aber mit 2 Spuren an, fahren die dann gerne mal dann auf der Geraden rüber, zack, an dir vorbei und dann auf die jeweilige freie Spur. Finde ich, geht gar nicht, selbst bei normalen Abbiegepfeil. Man sagt ja, Pfeil ist geil, wo man weiß, okay, ich kann hier losfahren, ich muss auf nichts achten, weil alle, die mir in die Quere kommen, müssen stehen bleiben. Also damit musst du auch rechnen, dass dann einer dich so blöd von der Seite überholt, obwohl er auf einer Spur ist, wo er das nicht darf. Weil das Problem ist natürlich, wenn ich mit einer zum Beispiel, mit einer Linksabbiegerspur starte und ich komme mit 2 Spuren an, habe ich eine freie Spurwahl. Darf mich links oder rechts, ne, einordnen.
Starte ich aber mit zwei Abbiegespuren, muss ich auch dort landen, wo ich gestartet bin, entweder links oder rechts. Wenn ich jetzt die fahre mit einer Linksabbiegespur, komme zwei Spuren an und denke mir so, oh, ich muss die nächste ja sowieso rechts abbiegen, komme ich mal gleich rechts an. Komme aber nicht auf die Idee, dass mich einer überholt, weil das ja gar nicht geht, weil es eine gerade Ausspur, und ziehe einfach rüber. Wer macht denn beim Linksabbiegen beim Pfeil, macht einen Schulterblick? Natürlich müssen das meine Fahrschüler machen, ja. Aber wer macht das denn? Und gerade wenn ich mich für die rechte entscheide, also wenn ich abbiege, allerhöchstens kommt dann der Schulterblick nach links. Aber dann biege ich ab und sage, oh, ich will rechts ankommen. Dann mache ich dich noch einen Schulterblick nach rechts und komme rechts an. Musst du aber jetzt mittlerweile machen, weil das jetzt so gang und gäbe ist. Und das Allerschlimmste an der ganzen Geschichte ist, es wird bei uns in Berlin von der Polizei geduldet. Schlimm. Eine Minute später. Boah, sehr verwirrende Situation. Erst will er rechts abbiegen, dann macht er den Blinker doch aus und dann kommt der Mercedes noch hier rumgeschossen, weil der Mercedes denkt, hinter den Schwarzen sehe ich nichts. So langsam wie der fährt, vielleicht schaffe ich es ja noch. Vielleicht kann ich ja die Lücke ausnutzen und noch schnell rüberfahren. So, jetzt sind wir aber hier als Rechtsabbieger unterwegs. Also nochmal als Linksabbieger, wenn ich nichts sehe, fahre ich nicht. Ne? Punkt aus. Ich warte, bis ich wirklich hundertprozentig sicher bin, da kommt keiner mehr. So, ja, und wir kamen. Der Michael kam. Und Michael wirkt jetzt so ein bisschen, als würde er nochmal extra Gas geben, um ihn zu belehren, das war jetzt Kacke, um kurz vor ihn abzubremsen. Könnte man jetzt so denken. Jetzt kommt aber von DDG eigentlich eine Erklärung, wo ich sage, jo, das könnte stimmen. Aber hier irgendwie alles merkwürdig war. Der Alpha will erst abbiegen, dann aber doch nicht. Der Mercedes fährt einfach mal, obwohl er gar nicht darf, nimmt ja eigentlich dann beiden die Vorfahrt. Unser Einsender hat den Mercedes dann wohl auch erst recht spät bemerkt. Einige werden in den Kommentaren dann wieder sagen, ja, unser Einsender bremst doch mit Absicht spät. Aber ihr müsst bedenken, die Dashcam hängt natürlich viel weiter rechts als der Fahrersitz. Wenn unser Einsender ihn nicht hier schon sieht, dann kann er den selbst vermutlich jetzt erst sehen. Reaktionszeit unter eine Sekunde. Wie verhält man sich korrekterweise im Kreisverkehr? Doch schnell am Fahrradfahrer vorbei. Natürlich. Ja klar, zunächst mal ist es wichtig, so schnell. Oh, und das ist auch verboten, liebe Freunde. Dieser Innenring hier, der ist für uns Pkw-Fahrer absolut tabu. Der Innenring darf nur befahren werden von Kraftfahrzeugen, die eine gewisse Länge haben. Die brauchen dann schon einen gewissen Platz, um rauszufahren. Also sprich Lkw, Bus und so weiter. Wir Pkw-Fahrer haben hier drauf ja nichts zu suchen. Schnell wie möglich überhaupt im Kreisverkehr anzukommen. Und wenn man dann am Kreisverkehr ist, nimmt man wohl den kürzesten Weg. Ist das verboten, was er da macht? Können uns doch mal die Einfahrt angucken. Wenn man dann auch. Was macht eigentlich ein Kreisverkehr aus? Diese Kombination von den beiden Schildern macht dem Kreisverkehr aus. Oben Vorfahrt gewähren. Bedeutet, alle, die im Kreis sind, haben Vorfahrt. Unten dieses kreisförmige, ja, mit den Pfeilen, die uns die Fahrtrichtung angeben, ja, sagen uns, das ist ein Kreisverkehr, so wie wir ihn kennen. Würden wir jetzt zum Beispiel oben das Vorfahrtgewährenschild weglassen und nur das hier unten, das Runde mit der Fahrtrichtung, würde es sagen, ja, es ist ein Kreisverkehr, aber nicht so, wie wir ihn kennen, weil die im Kreisverkehr drinne sind, müssen warten, wenn wir reinfahren, weil wir von rechts kommen, rechts vor Linkssituation. Und würde das runde Schild auch noch weg sein, dann ist hier rechts vor links keine vorgegebene Fahrtrichtung. Man dürfte hier auch links abbiegen, wenn der Gegenverkehr genug Platz hätte. Also an sich, was jetzt hier passiert, weil ich sehe hier kein Kreisverkehrsschild. Kreisverkehr ist. Ich sehe auch nicht. Pass auf. Wohl den kürzesten Weg. Kennt ihr vielleicht, wenn man Kreisverkehr reinfährt? Das Schild hier. Was mir auch nochmal die Fahrtrichtung ansagt. Vor dem Schild bitte rechts lang. Gibt es auch nicht. Und ich sehe hier genug Platz, auch für den Gegenverkehr. Also spricht nichts dagegen, dass wir so rum reinfahren. Aber wo wir gerade eh schon bei verwirrten... Hier, das ist das Zeichen, ne? Wissen wir, ne? Haben wir ja gerade gesehen. Genau, so. Fahrweisen waren. Wenn der jetzt wenden möchte
oder umkehren möchte. Fragt sich jetzt mein gesunder Menschenverstand, warum macht er nicht eine kleine Inselrundfahrt und fährt dann ordentlich wieder raus? Warum jetzt diese Aktion? Bremst den Kreisverkehr komplett aus, wuktet seine Maschine hier rum, um dann hier rauszufahren. Geil, klar, oder? Wenn man sich verfahren hat, dann muss man natürlich im Kreisverkehr wenden. Ich meine, eine bessere Gelegenheit zu wenden im Kreisverkehr gibt es doch nicht. Einfach rumfahren. Und wenn ich die Ausfahrt verpasst habe, mache ich noch eine Runde. Und wenn ich die Ausfahrt schon wieder verpasst habe, mache ich noch eine Runde. Bis ich die verdammte Ausfahrt geschafft habe. Aber sowas? Na, bitte. Immer wenn man denkt, man hätte alles Blöde an Aktionen schon mal gesehen, kommt er daher. Ja. Oh, Junge! Ja, Erik, hör mal. Der andere, der jetzt von links kam, der fährt hier fast jeden Tag lang. Da kam noch nie einer, wenn er da lang gefahren ist. Und jetzt kommst du auf einmal. Naja, wie soll er das denn wissen? Okay, man könnte hier rechts vor links anwenden. Ja, aber wenn sonst seit einer Woche, wenn ich da lang fahre, keiner kommt, warum kommt dann Erik jetzt? Also, sorry, Erik, du bist schuld. Das war knapp. Rechts vor links, Alter. Weißt du, erst direkt vors Auto ziehen und dann noch beschweren. Ja, nee, ist klar. Könnt ihr mich jetzt ein bisschen verstehen? Weil das ist in Berlin Alltag, dass ich meinen Fahrschüler schon vornherein beibringe, wenn wir einen Radfahrer sehen, dass wir bei diesem Fahrradfahrer keinen Vertrauensgrundsatz anwenden. Ich will nur meinen Fahrschüler schützen, ich will mich schützen. Ich muss auch den Radfahrer irgendwie schützen, der anscheinend keinen Plan von der StVO hat. Und deswegen gibt es nur ein Mittel, wenn wir Radfahrer sehen, mit äußerster Vorsicht genießen. Aber es sind natürlich nicht immer nur die Radfahrer. Hier ist Tempo 30 erlaubt. Er latscht erstmal bei Rot rüber. Und wie gemütlich, ne? Wieso? Die müssen doch sowieso bremsen. Ich meine, er sieht schon, dass Autos kommen. Aber die müssen ja bremsen. Was wollen die machen? Wollen die mich totfahren? Nein. Also, die haben ja keine andere Wahl. Und der PKW hier, der knallt mit 61 bei 30 durch. Hier sind wir jetzt in der... Kann ich mir mal gut vorstellen, dass er nochmal Gas gegeben hat, um diesen Fußgänger zu belehren. Kann ich mir gut vorstellen. Eine Fahrstunde. Legt Gang rein, die Ampel schaltet jetzt um. Ja. Junge, guck dir den genau dasselbe wieder. Fahrer hier an. So, ist auch ein Fahrlehrer. Und der wird auch wahrscheinlich, wenn sowas in der Fahrstunde passiert, zu seinem Fahrschüler sagen, schau, das sind Fahrradfahrer, wir müssen aufpassen. Und sobald wir diese Entscheidung treffen, wir müssen aufpassen, sobald wir einen Fahrradfahrer sehen, ist das kein Vertrauensgrundsatz mehr. Weil genau sowas, mit sowas müssen wir rechnen. Sowas Spontanes, die kommen aus nichts, donnern über die rote Ampel, alles. Und da lernst du als Fahrschüler direkt erstmal, wie man es nicht macht. Ich muss dazu sagen, der LKW steht auch sehr bescheiden in der Kurve, aber ich habe den Mercedes gesehen. Wahrscheinlich hat er uns auch gesehen. Also ich glaube schon, dass er uns eigentlich ganz am Anfang durch die Kurve hätte sehen müssen, zumal wir hier mit einem 7,5-Tonner unterwegs sind. Aber es ist halt schon auch eine unglückliche Stelle zum Parken, wenn auch ich mir natürlich der oft katastrophalen Parkplatzsituation für LKW absolut bewusst bin. Unser Einsender ist hier falsch und will wenden. Oh, ein, zwei über zwei Spuren und dann durchgezogene Linie geht. Jo, Big Wupp, das war mal eine knappe Geschichte, wa? Das war echt mal unfassbar knapp hier. Ja. Und er schrieb noch dazu, das sei hier auch das mit Abstand bescheuertste gewesen, was er je im Straßenverkehr gemacht habe. Und ja, allein schon wenden hätte man hier gar nicht gedurft. Dazu halt noch von der rechten Spur, wo er dann das Motorrad übersehen hat. Mhm. Er schrieb dann auch noch dazu, ich danke dem unbekannten Motorradfahrer für die Rettung unserer Leben. Ich glaube, das ist auch nicht übertrieben. Um ein Haar wären hier auf jeden Fall drei Personen mindestens mal im Krankenhaus gelandet, wenn nicht... Mit einem Schulterblick hätte das vielleicht verboten ist es, auf jeden Fall. Aber hätte er einen Schulterblick gemacht, und das hat er definitiv nicht, sonst hätte er die Motorradgang gesehen, ja, hat er nicht gemacht und einfach rumgezogen. Vielleicht hätte man das gesehen, wenn man den linken Seitenspiegel benutzt hätte, eigentlich schon, oder? Naja, auf jeden Fall falsche Verkehrsbeobachtung für die Augen. Gar noch schlimmer. Und daher würde ich jetzt auch mal sagen, wir strapazieren unser Glück heute nicht weiter. Wir sind durch. Ach herrlich, schön war's. Vielen Dank, DDG Dashcam Germany mit der Folge 506. Liebe Freunde, denkt dran, auch hier DDG besuchen den Kanal und wenn es noch nicht passiert ist, jetzt bitte abonnieren. So, mein Kanal bitte auch, wenn es noch nicht passiert ist. Das war er. Ich bedanke mich. Es war wieder grandios. Vielen Dank an DDG Dashcam Germany mit dieser hervorragenden Folge.
Grüße gehen raus und ja, liebe Freunde, ich bin raus. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.